Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, so, wir sind soweit. Jetzt sehe ich auch endlich wieder was. Und wir brauchen jetzt unsere Seelaternen. Hatte ich die eigentlich aufgehoben? Ein paar Seelaternen. Ups. 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 Shit. Ja. Da brauche ich noch eine. Die sind zwar nicht genau abgezählt, aber ich weiß nicht, ob die knapp reichen, ob sie überhaupt reichen, wie auch immer. Deswegen habe ich mir da jetzt gerade mal eine wieder gegönnt. So, Zacke, Bumme, Raufe, Klinge, Klirre, Klatsche, Ratsche, Matsche. Hat gerade so gereicht tatsächlich. Gut. So, damit kann das Glas kommen. Und damit kann jetzt auch die Wand weg. Und nicht wundern, wenn ich hier gelegentlich mal rumschmatze. Ich habe mir gerade Mandarinchen gegönnt. Ich habe mir da jetzt während, was heißt hier, während zwischen den Folgen, habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Mandarinchen geholt. Habe die da aufgemacht, schon geschält und alles. Und die liegen jetzt gerade in so einem ordentlichen Haufen schön vor mir. Und die verleibe ich mir jetzt zwischendurch immer mal wieder ein. So. Das geht hier eigentlich alles ganz schnell. So. Jetzt gehen wir noch mal ab, um die ganzen Sachen aufzusammeln. Weil die ganzen Materialien, das muss ja nicht unbedingt verschwendet werden. Zwischendurch ein Mandarinchen in den Mund. So. Und dann fangen wir mal an, das Zeug hier rauszuzubbeln, was noch in den Wänden sitzt. Und dann können wir auch schon mit der Verkleidung dann anfangen. Gut gemacht. Ja, hier ist klar. Okay. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber ich sag mal, okay. Das ist wohl so ein Unterwasserding gewesen.
Aber das machen wir halt wieder zu. Das ist wohl so eine, so ein kleiner Unterwasser-Mini-Tempel, weißt du? Ihr erinnert euch, da wo wir auch eine Schatzkarte, glaube ich, irgendwo gefunden haben. Nehmen wir das Zeug doch natürlich gerne mit. Ich habe nämlich auch schon so eine Idee, wo ich die verarbeiten kann. Diese seltsamen festen Magma-Blöcke. So. Schonst noch was? Nein, schaut gut aus. Dann können wir hier mit der Verkleidung anfangen. Ja gut, das kommt dann, wenn ich muss ja eh die Decke rausreißen noch. Später dann. Gut. Haben wir noch? Ja, ein bisschen was haben wir noch. So, was könnte ich denn jetzt mal erzählen? Ich weiß es nicht. Ich habe leider gerade nicht so wirklich eine Idee, was ich erzählen könnte. Bin die ganze Zeit schon am Überlegen. Oh Mai. So, dann haben wir es ja auch gleich das geschafft. So, ta-da-da. Und dann gehen wir jetzt mal das Glas holen. Das sollte ja wohl auch mittlerweile fertig sein. Okay. Dachte, ich hätte überall genug rein, aber macht nichts. Oh. Dann machen wir erstmal hier. Dass wir da dann beim Rundherum Glas verlegen nicht hängen bleiben.
Gut. Und dann fangen wir mal an, das Glas außenrum zu legen. Na? Mischen tue ich mal wieder ein Mandarinchen. Vielleicht langt das Glas ja dann auch noch für den Hauptgang in diesen kleinen mit der Abzweigung zum Keller und so. Da wollte ich ja auch noch mal nachrüsten. Da ich, wenn ich schon anfange, überall einen Glasboden reinzuziehen, dass es da dann halt auch einen gibt. So, tada! Nummer 1 ist fertig. Okay. Oh Gott, da kommt wieder der ganze Kies runter. Schön, ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Huch, da war noch ein Loch drin. Diese Händler, ne? So, einmal ablaufen und das Zeug einsammeln. Es wird nichts verschwendet. Yell. Ich liebe es, wenn ich Mandarinchen habe, die Kerne drin haben. Uah. Geil. Haha, Nase. Entschuldigung. Ja, stimmt. Zuschütten.
So. Erstmal hier aussortieren alles. Jupp. Das kann eigentlich weg. Ja, wobei. Keine Ahnung, wo ich das hingesetzt habe. Ja. So, da haben wir ein bisschen Lückkupfer. Und ein bisschen Kohle noch. Ja, genau, den Eisenhelm. Den kicke ich mal vorne mit zur Ausrüstung. Und sonst haben wir Erde, Magma-Block. Und noch das Glas. Ah ja, genau. Wir brauchen noch Holz. So. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Geräusche immer. So, dann haben wir fast mal bald das nächste, die nächste Verkleidung fertig. Da fehlen dann im Grunde nur noch die passenden Türchen. Klong. Ja, gut gemacht. Na, langt dieser Stack noch für den Rest? Huch, das habe ich hier zugebaut. Langt der Rest? Ja, ich glaube. So, dann haben wir hier die beiden Wandseiten schon mal fertig. Und da fehlt jetzt im Grunde oben nur noch die Decke. Und da habe ich eigentlich am meisten Angst vor, wenn Wasser runterkommt. Wobei ist ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weil hier steht ja sowieso, oder hier sind ja sowieso keine Fackeln mehr, die ständig weggespült werden. In dem Sinne wäre das eigentlich sogar egal. Oh, das ist Lapislazuli. Das zuppeln wir dann natürlich auch noch mit raus. Weil ihr wisst, wir verschwenden nichts. Außer es ist etwas, das wir kaum brauchen und schon jede Menge haben. So, einmal alles ablaufen, damit wir auch jeden Stein und jeden Erdböppel mitnehmen.
Lalalalalala. Lalalalala. Knack. So, meine alte Spitzhacke verarbeitet. Oh, guten Tag. Monsieur Wasserstrom. Dürfte ich? Nein, dürfte ich nicht. Dafür muss ich das noch wegmachen. Aber jetzt da. Was ist denn das hier? Ach, das ist mal wieder so eine Unterwasserhöhle, so eine langweilige. So. Oh, aber. Danke. Oh. Da, 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 da. Nein, zu Misch. Yes. So, dann machen wir wieder zu. Da haben wir auch noch welches. Ich glaube, das Salz ziehe ich auch noch mal mit raus. Das scheint mir nämlich ein relativ großer Spot zu sein. So. Ach komm. Möchte keine Löcher in meinem Untergrund haben. Knack. Sehr gut. So, das war's, glaube ich. Da können wir auch hier anfangen zu verkleiden. Oh, wobei, warte. Wir nieden noch eine Portion Seelaternen. Weil wir erinnern uns, was ich gesagt habe. So, wie viel ist ins Platz? 1, 2, was? 3 Stück? 1, 2, 3, 4. 4 sind Platz. 1, 2, 3, 4, zack. 1, 2, 3, 4, zack. Ja. 3, 4, Platz. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Ja, passt noch. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 3, 4. 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Doch, tatsächlich.
So, einmal Kontrolle. Eins, zwei, drei, vier. Oh, da bin ich etwas. Ach, das ist praktisch nur der letzte gewesen. Alles klar. So, einmal vergleichen. Am besten geht das hier mit den Türen. Passt. Gut. So, die Lichter oben sitzen auch. Das heißt, da kann jetzt das Holz ran. Und schön, ich wollte gerade sagen, konzentriert bleiben, damit man nichts falsch setzt. Ja, so viel dazu. Ach komm. Oh Mann! Machen wir es andersrum. So, jetzt. La da 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 da. Rup di 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 dum. So, jetzt tropft auch nichts mehr. Scheiß Wasserrohrbruch hier. Huch. So, das Hämmer. So, die letzte. Und wir sind hier direkt im Baumbereich. Das heißt, ich kann direkt neues Holz holen. Hat gerade gepasst. So, und einmal die letzte Reihe. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich auch sogar die Decken mit Glas gemacht. Das habe ich aber sehr schnell wieder verworfen, weil das sah erstens mal irgendwie kacke aus. Hatte keinen wirklichen Nutzen, weil für gewöhnlich der Nutzen ist, wenn du Glas als Boden nimmst, egal ob es dunkel ist oder nicht, es spawnt nichts. Und das an der Decke oben sah nicht nur scheiße aus irgendwie, sondern war auch noch unnütz und hat einen Haufen Ressourcen gekostet. Deswegen habe ich das irgendwann verworfen. So. Und damit ist unser Gang fertig. Yahoo! So, dann gehen wir erstmal wieder einsortieren. Gibt es denn so einen Salzblock? Nö. Okay. Das war ja Sinubin, ne? Dann packen wir. Ne, wobei, das können wir ja zu essen packen. So. Ach, da haben wir auch noch Lapis Lazuli. Und Eisen haben wir noch gefunden. Das kommt wieder hinter in das Sonstige. Hier haben wir die Steinens. Und dann haben wir noch ein bisschen Erde. Und dann haben wir das auch. Oh, der. Er trinkt wieder. So, dann haben wir den Blaumond. Ich fühle mich glücklich. Okay.
Und wir gönnen uns noch mal ein bisschen Birken. Wir brauchen vermutlich noch ein bisschen Birkenholz, weil wir noch etwas tiefer runterbauen müssen hier. Ja, weil ich wollte hier jetzt, na, ich wollte hier jetzt doch ein bisschen Glas machen. Hier noch nicht, weil ich die Glasstufen tatsächlich noch nicht habe. Und ich wollte das erste Mal versuchen, hier im Keller mit Glastreppen zu bauen. Ich glaube, das wird auch eine kleine Herausforderung werden. Lieber Sinubin, ich hätte ganz gerne endlich die Glasstufen, damit ich auch hier mit Glas bauen kann. Ich liebe es, mit Glas zu bauen. So, und jetzt kommt das. Quatsch, was mache ich denn? Das muss ja auch noch. What I doing? So, hier muss das hin. Wo ist mein Hämmer? Da ist mein Hämmer. So, jetzt aber. Das hier, das hier, das hier. Ja, genau, da hinten, das muss auch noch. Ich glaube, die da können auch noch raus. Und dann müsste eigentlich jetzt hier alles mit Glas. So. Da könnte man jetzt unter Umständen auch noch eine Seelaterne rein machen. Einfach für den Flair. Da opfere ich jetzt auch halt einfach mal die zwei Dinge, wo ich gerade weggeknüppelt habe. So. Das haben wir auch. Boah, wie ich das hasse manchmal, ne? Wenn das Ring nicht richtig trifft. So, ein bisschen Steine haben wir noch. Und dann haben wir auch hier etwas schicker gemacht. Gefällt mir gut. Das wird noch eine Herausforderung, hier mit Glastreppen zu arbeiten. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Hier hoffe und bete ich, dass der gute Sinubin endlich die Glasstufen macht, damit ich hier auch mit Glas bauen kann. Und ansonsten würde ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann mal, oh, das ist auch schon fertig, wo wir dann mal schauen, was wir so treiben. Was ist das denn? Das ist Raps. Das sieht aus wie ein Schokoriegel. Das ist doch kein Raps. Warum sieht das aus? Warum hat das die Textur von einem Schokoriegel? So, hier ernten wir auch noch mal. Und wenn wir dann hier geerntet haben, dann beende ich die Folge. So. Gut, dann mal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Also macht's gut. Tschüss.